Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video und zu einer weiteren Folge von Haus des Geldes, Haus des Schmeldes, Freunde. Wir sind angekommen bei Folge 6. Wir haben noch 6, 7 und 8. Drei Folgen vor uns. Ich bin fucking gespannt. Die letzten beiden Folgen waren bisher so der Staffel mit die... Na, ich will nicht sagen die besten, aber es ist mit am meisten passiert, die lautesten. Jetzt haben wir Folge 6, Freunde. Ich will nur schon mal sagen, ich weiß, viele von euch gucken blind mit mir. Deswegen sage ich nicht, was ich schon weiß. Aber ich habe schon einmal angemerkt, ich weiß eine Sache, die in Folge 6 passiert. Also nicht wundern. Sobald es passiert ist, werde ich auch sagen, was ich wusste. Es ist jetzt nicht so melodramatisch. Oder melodramatisch, das ist ein falsches Wort, glaube ich. Es ist nicht so krass schlimm. Ist natürlich schade. Aber ich weiß eine Sache, die in dieser Folge passieren wird. Sobald es passiert ist, werde ich sagen, das wusste ich schon, damit ihr wisst. Weil ich halt gespoilert wurde. Auf TikTok tatsächlich. Es ging ein Spoiler rum. Und der hat mich leider auch getroffen, ja. Deswegen, Freunde, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, aber das hält mich nicht davon ab, trotzdem hier Spaß mit dieser Folge zu haben. Technischer K.O. heißt die Folge, Staffel 4, Folge 6. Sie geht. 45 Minuten und 45 Sekunden, Freunde. Ich hoffe, der Akku hält diesmal durch. In der letzten Folge, der Akku wechselt. Holy fuck, ich bin immer noch stolz auf mich. Geht nochmal ein Replay gucken bei dem Akkuwechsel, Freunde. Holy fuck, ich bin abnormal stolz auf mich. Wir schauen rein, Freunde. Wir drücken auf Play in. Macht euch ready. 3, 2, 1, go. Ich hab noch Wasser hier. Ehre, ich hab sogar noch Wasser hier, Jungs. Ist das noch gut? Kann Wasser ablaufen, wenn man draus getrunken hat? Schmeckt normal. Schmeckt gut. Schmeckt tasty. Hätte. Hätte. Dachte, ich machte er. Ist halt Real Talk so. Das ist das Problem. Er ist ein Creep. Sie hat noch zweimal geschossen. Sie wissen vielleicht, wo sie ist. Schuss, 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 Schuss. Ja. Ey, ich hoffe immer noch auf, dass Helsinki ihn einfach kaputt haut. Kaputt haut. Mann. Helsinki. Oh. Also jetzt keine Chance gegen ihn. Alter! Mashallah! Digga! Das ist brutal, Mann! Dass sie die ganze Zeit ins Gesicht gucken müssen. Wir hatten schon viele eklige und viele brutale Sachen. Auch in den vorherigen Staffeln. Aber das war gerade irgendwie neuer Tiefpunkt gefühlt, oder? Boah. Boah, wie eklig er da durch die Hand geschossen hat. Und ihr Gesicht dabei. Wow. Nee. Nee, Alter. Oh, jetzt haben wir wieder eine Rückblende, Mann. Bitte nicht.
Das gefällt ihm nicht. Das gefällt ihm gar nicht. Kommt mir direkt die Edeka-Werbung in den Kopf, Jungs. Krass. Das Set. Ich bin Katzenmensch. Katzen würde ich fühlen, Alter. Ich hätte so gerne eine Katze, Mann. Zwei, drei, vier Katzen. Vier Katzen. Sorry? Hallo? Okay. Er wäre ein guter Vater. Er wäre auf jeden Fall ein guter Vater. Er wäre safe ein guter Vater. Da kann ich nur zustimmen. Ja, ich auch. Danke. True. True. Ja, stimmt schon. Aber das ist was anderes. Das ist komisch. Ja, aber das ist was Komisches. Ja, aber nicht in. Ey, komm, das ist eine Grenze, die schon ein bisschen weird ist. Ich kann den Professor da schon sehr gut understanden. Okay, true. Krass. Krass, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Real Talk hätte ich nicht gedacht. Krass. Ja? Hey, einfach. Der natürliche Weg, Jungs. Krass, hätte ich nicht gedacht. Oh nein, die Musik. Oh nein, ich höre es doch schon. Oh, ich will das nicht sehen. Ich will das nicht sehen. Ich will das nicht sehen. Morphium, Adrenalin, sie spürt gar nichts, glaube ich.
800 IQ. Er macht den 800 IQ-Modus. Oh mein Gott. Holy fuck. Hey. Fuck, Alter. Das ist fuck. Bitte fick ihn einfach, aber dieses andere Mann. Oha. Das ist so krank, Alter. Das ist so krank. Das ist so krank. Der ist einfach krank. Das ist ein Psychopath. Wenn der nicht richtig zerfetzt wird noch, bin ich enttäuscht. Dann bin ich enttäuscht. Dann bin ich einfach enttäuscht. Einfach enttäuscht bin ich dann. Ja, Mann. Er hat keine Cams mehr. True, real talk. Ah, true. Ja. Nee, weil der Typ halt sitzt. Okay, immerhin, immerhin. Okay, immerhin etwas. Immerhin etwas. Wir haben das. Und wir haben hier noch
The Girl. Julia haben wir hier noch. Ich kann Gouverneur Dorn gleich nicht mehr hören. Ja. Auch true. Auch true. Ja. Ja. Ehrenmann. Endlich, Alter, hat mir jemand die Meinung gegeigt. Holy fuck. Ja, danke. Holy shit. Oh, wir haben letzte Folge gar nicht hier das Polizeicamp gesehen. Fällt mir gerade auf. Offiziell. Hat sie nicht? Retalk? Er denkt immer nach 24/7. Ja. True. Zeitreise machen wir, Jungs. Ey, das kann ich nicht länger ansehen, Mann. Boah. Lol. Das hast du schon dreimal gesagt, Mann. Er würde auch nicht schießen, glaube ich.
Weiß er, wer sie ist? Ich habe das Gefühl, er weiß nicht, wer sie ist. Doch, er weiß es. Er weiß es, okay. Er weiß es. Okay, dann sag es, ich bin ganz so. Okay. Okay, ja. Okay, gut, das ist gut zu wissen. Okay. Oh. Okay, ja. Da ist dein war raus. Okay. Das war gut. Ja, im Kopf halt. Oh nein, jetzt, ich rieche was. Oh nein. Jungs, jetzt wird's unangenehm. Jetzt wird's unangenehm. Jetzt wird's ganz weird. Jetzt sind wir im weirden Gebilde. Jetzt sind wir in so einem ganz komischen Dreieck. Jetzt wird's ganz komisch. Also, hey, alles cool? Er weiß es echt nicht, oder?
Sie können eine mehr gebrauchen. Sie können eine Person mehr gebrauchen. Okay. Aber dass die anderen auch nichts riechen davon, dass sie gar keine Geisel ist oder sie extra behandelt wurde gerade. In Anführungsstrichen. Das klingt aber nicht nach was, was er machen würde. Fühle ich. Sowas tut ihm echt weh. True. Ey, fuck, Mann. Okay. Da habe ich jetzt nicht nachgefragt. Ja, finde ich nicht. Oh, da gibt's einige. Alan Harper, Jungs.
Oha, hä? Hallo? Aufgelegt. Ah, ich sag, sie wird Antoniansas finden. Sie wird finden, dass er. Oha, Rocky. Sie wird rausfinden, dass er ein Spitzel ist. Oh, jetzt funktioniert alles wieder. Oh, Ehre, Ehre. Da waren wir lange nicht mehr. Oh, ich liebe dieses Team hier. Ich liebe dieses Team. Ja, was willst du auch machen? Das gefällt der Dame hier aber vorne nicht. Mann, Alter. Ah, ja, perfekt neben ihr. Suarez, Alter. Oh shit. Oh shit.
Naja. Okay. Aber was bringt ihm das? Oh, ich liebe dieses Hacker-Team, Alter. Holy shit. Ich weiß noch nicht exactly, was er vorhat. Der Plan hat sich mehrfach geändert. Jetzt gehen Sie in die Offensive. Okay. Ey, dieses Bild von Nairobi, ne? Alter. Ey. Digga. True. Was ist Patentante überhaupt? Was ist eine Patentante? Hey! Lass mal Helsinki in Ruhe. Ey, das sind die Momente, was ich die Serie liebe, Mann. Ich bin ehrlich, ich hätte da gerne Helsinki gesehen am Dancen. Oh.
Shit, wie es aussieht, sie ist ja schon halb tot gefühlt, Mann. Was willst du denn noch? Er ist halt echt einfach so ein Creep, Mann. Wie ist er dann schon wieder entkommen, Mann? Wie ist er schon wieder entkommen? Fuck, Alter. Das kann doch nicht möglich sein, wenn 8 Leute auf den Ballern, dass er einfach immer entkommt. Ja, bitte. Baseball. Baseball, sein Vater. Rest in Peace, Ehren Nairobi. Ey, jeder hatte eine gute Connection zu ihr. Jeder Einzelne da hatte so eine gute Connection zu ihr. Och, Oslo. Das ist schön dargestellt, dass sie jetzt so gesehen auch dazugehört zu denen. Und das so gesehen jetzt ein Wiedersehen gab. Ey, das haben die wirklich schön dargestellt. Dass es jetzt so gesehen halt echt ein Wiedersehen gab, sich alle angeguckt haben. Das haben sie schön dargestellt, Alter. Ja, fuck. Also das mit Nairobi war halt das, was ich schon wusste, das, wo ich gespoilert wurde, weswegen ich eigentlich erst gar keinen Bock hatte, diese Staffel mehr anzusehen, weil ich so frustriert war, als ich das gelesen habe. Und das Problem ist, ich habe den Spoiler nicht nur einmal gelesen, sondern 8-mal gefühlt im Internet. Also erstmal auf TikTok und dann dachte ich so, okay, muss er nicht real sein. Dann habe ich ihn auch auf YouTube gesehen. Das ist, ich weiß nicht warum, das war ein Spoiler, der überall rumging. Und dann wusste ich halt, dass er real ist. Und naja. Fuck, Alter. Ich möchte einfach wirklich, dass dieser Typ anders aus dem Leben geprügelt wird. Von Bogota und von fucking Helsinki. Einfach, ich meine, jeder, auch Tokio, jeder soll ihm einfach, er soll einfach richtig kaputt geprügelt werden. Dann bin ich minimal glücklich vielleicht. Aber auch nur minimal glücklich. Fuck, Alter. Ey, das war schon echt hart. Das war schon echt hart. Aber es war ein schöner Abschied. Es war eine gute Folge für sie zum Abschied, fand ich. Ich werde das gefühlt mein Leben lang nicht vergessen, wie sie mit dem Kopf durch diese
Tür da gestopft wurde und ihr in die Hand geschossen wurde und ihr Blick dabei. Das war schon echt hart, das mit anzusehen, meiner Meinung nach. Das war schon krass. Aber gut, Freunde. Das war Episode 6 von Staffel 4. Wir sehen uns wieder bei Episode 7 und dann haben wir noch Episode 8. Ich freue mich sehr drauf, Leute. Lasst euch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bis dahin bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.